Der will unbedingt auf ihn hier, weil der sowieso schon halb tot ist. Immer auf die Halbtoten. Probieren wir es mal, auch wenn ich pessimistisch bin. Bleib stehen! Ah, dann hat es sich doch gelohnt schon. Weil sie die verkauft haben. Das ist irgendwie witzlos, weil sie sofort alles verkaufen. Sie probieren es gar nicht, dass es vielleicht halten könnte. So, jetzt gehört die Basis hier mir. Steht zwar nichts mehr drin, aber trotzdem, der Bereich gehört mir. Ihr seid so schwach. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Breche auf. Der ist wieder da. Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Bestätigt. Langsam kommt wieder eine Armee in Aussicht. Schön. Jawohl, Sir. Juhu. Breche auf. Breche auf. 6 Panzer an der Front, einer in... Jawohl, Sir. Der kommt auch noch mit. 7 Panzer. Sie haben die Basis hier endlich wohl aufgegeben. Ich hoffe echt, die greifen nicht mehr an mit dem Nuklearschlag. Das war so fies. Das ist so fief. Jetzt müsste ich ja 3 Sammler haben, ne? Einer, 2, 3, ja. Ich würde sagen, du sammelst mal hier. Das reicht für mindestens eine Wagenladung. Das auch wieder. Immer die Möglichkeiten nutzen, wenn was in der Nähe wieder sich auftut. Und nicht immer das weit entfernteste nehmen. Ich finde es schön, dass ich hier jetzt noch 2 Alternativen habe. 2 kleine. Ich frage mich, ob da noch ein Obelisk ist oder ob das der einzige ist. Aber ich bekomme Verstärkung. Warum geht er nicht da rein? Ich verstehe nicht, warum. Ist doch viel näher. Weil es seine Standardraffinerie ist wahrscheinlich. Konstruktion fertig. Hallo. Wird gebaut. Willkommen im Team. Breche auf. Was ist das für ein Gesang? Klingt so, als hätte ich Schmerzen. Jawohl, Sir. Okay, ich probier's. Probieren geht über Studieren. Bestätigt. Aber nur mit einem Abschluss hat man dann die Möglichkeit. Ist da ein Obelisk? Macht erstmal die böse Mauer kaputt. Die ist die böseste von allen. Was machen die da? Die wollen da nur chillen. Jetzt haben sie 2 Flarax da scheinbar. Aber kein Obelisk mehr, hoffe ich mal. Na also, Raketen sind so effektiv. Der lässt sich aber abknallen. Würde ich auch machen. Oder nicht. Komm doch hoch. Breche auf. Oder brauchst du Viagra? Tschüss. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Nicht zu nah ran, nicht zu nah ran. Warum macht ihr das immer? Das greifen sie immer von selbst an. Das machen sie in jedem Command Conquer Teil. Die Flugabwehr muss immer dran glauben. Ob man das selber will oder nicht. Da haben sie eine Aversion gegen. Nein. Jawohl, Sir. Bestätigt. Warum? Wie kommt ihr jetzt darauf, dass ich das zulassen würde? Warum? Nur weil ich jetzt da unten ein bisschen was gemacht habe? Das gefällt mir aber gar nicht. Haha, mit einem Raketenschuss. So genial. Und schon wieder weg. Sie haben es eingesehen scheinbar. Oder ihnen reicht einfach. Die haben genug Geld, sie wollen einfach nur ein paar Leute rausbekommen. Jetzt könnte ich mal ein paar nach Hause schicken. Auf jeden Fall hat sich das schon mal gelohnt. Speichern mal. Und greifen erst nochmal an. Den bösen Obelisken. Das ist das Gefährlichste, was jetzt noch hier wartet. Dann haben wir endlich mal diesen Sektor für uns. Und haben sie noch Strom? Nicht gut. Weg hier. Der braucht. Ja, das ist toll. Und jetzt verkaufen sie es. Das ist. Ah. Ne, wegen 2 Schüssen. Jawohl, Sir. Gerade nochmal. Aber du bleibst hier. Jawohl, Sir. Es muss irgendein gesunder, genau. Der hier vielleicht.
die zwei Schüsse auf sich nehmen und dann wird es doch eh verkauft. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, sag ich doch. Jawohl, ich auch. Ziemlich lame. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich mach's trotzdem. Aber mal da drauf. Schaffe ich es jetzt auf Anhieb, das auch noch kaputt zu machen? Das wäre schön. Nuklearsprengstoff im Anflug. Ah! Ich habe auch 2,6. Was soll der Dreck denn jetzt? Auf meine Raffinerie. Wird gebaut. Jawohl, gut. Einheit verloren. Es ist gerade. Es reicht nicht, ne? Ja, reicht nicht. Moment, ich kann verkaufen. Konstruktion fertig. Ich kann nicht verkaufen, während der da drin ist, oder was? Was war das? Kaserne. Habe ich auch verloren. Gut, gucken wir, was ich noch verkaufen kann. Nuklearsprengkopf im Anflug. Ich kann ihn nicht befehlen. Ich kann gar nichts sagen. Das ist voll unfair. Ich habe irgendwie auch gar nichts mehr gewonnen. Wenn ich schnell genug bin. Nuklearsprengkopf im Anflug. Jawohl, Sir, reiche auf. Energieniveau kritisch. Konstruktion. Einheit. Habe ich ja noch ein bisschen Geld bekommen, wenigstens. Wie schlecht kann man speichern, hm? Also, wie viel Pech kann man dabei haben? Eieiei. Aber einen Stand zurück will ich jetzt auch nicht mehr gehen. So schlimm finde ich das jetzt auch nicht. War nicht schön, aber. Ich denke, man kann damit leben. Sir. Bestätigt. Einheit verloren. Der hat gar nichts abbekommen. Jawohl, was machen die denn da? Jawohl, ja, stört mich nicht. Geht lieber mal auf dieses Teil dann. Dann haben wir da auch unsere Ruhe. Immerhin, jetzt habe ich mal ein bisschen Platz in meiner Basis. Könnte man auch als Vorteil auslegen. Aber ich muss noch einen Sammler haben, ja. Mindestens einen. Muss niesen. Ja, Nase hochhalten ist echt nützlich dabei. La 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 la. Geht's euch noch zu gut? Da müsste ich doch mal einen treffen, wenn ich da rüberfahre, so. Gibt's doch nicht. Dankeschön. Und die haben wieder einen Sammler da. Jawohl, Sir. In Ordnung. Schnell weg mit ihm, bevor er was einsacken kann. So, bauen wir das ein bisschen weiter weg. Das muss noch repariert werden. Alles verseucht hier, jawohl, Strahlen Sir. Verseucht. Und sie haben schon wieder einen Nuklearschlag gemacht. Das heißt, ich werde jetzt irgendwie so einmal wohin bauen. Da wird dann das Feuer drauf gelenkt. Was soll denn der Dreck? Einfach aus dem Nichts das aufbauen. Das macht diesen scheiß Sammler endlich kaputt. Kann nicht wahr sein. Vielleicht lassen wir die auch einfach mal stehen. Dann können sie keinen neuen Sammler bekommen. Wie weit die Dinger schießen können, das ist doch unnormal. Und der hat keinen Bock, okay. Wird eh wieder verkauft. Lassen wir das Teil einfach stehen, dann können sie schon mal nachbauen. Jetzt müsste ich aber echt langsam. Ja, zum Glück kriege ich hier Verstärkung gerade. Denn der muss jetzt mal kurz repariert werden. Jo, ich habe kein Geld. Übrigens. Übrigens ohne D. Ah, sie geben nicht auf. Jetzt haben sie es wenigstens nicht mehr verkaufen können. Weil sie unbedingt noch einen Schuss scheinbar daraus abgeben wollten. Alles muss hier weg. Das bauen die jetzt ewig nach, ne? Das ist total beschissen. Wenn da meine Sammler mal durch wollen, werden die immer nur gestört. Und ich darf hier immer aufpassen jetzt, dass sie nicht plötzlich einen Obelisken im Rücken haben. Deswegen speichere ich jetzt auch nochmal. Und wo stelle ich denn hin? Oh, wo soll ich denn hinstellen? Ich brauche einen Sandsack. Gebrochen. Wird gebaut.
gucke jetzt auf der Karte und hoffe, dass ich da einen Obelisk sehe. Soll ich den... Ja, das hätte sonst keinen Sinn ergeben, wenn ich den Wonders hier oben stellen würde. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Immer 50 Euro, so viel. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Ah, sie haben es wieder gebaut. Konstruktion fertig. Wir können es nicht lassen. Einsatz hier nicht möglich. Wird gebaut. Ich will gar nicht zugucken da oben. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Einheit verloren. Ja, mir egal. Konstruktion fertig. Auch noch Mammut. Wird gebaut. Und Befestigungsturm. Kann das alles weg? Sollte weit genug weg sein. Wenn da nicht gerade eine Einheit vorbeiläuft. Ich dachte gerade, ich hätte keine Einheit mehr hier oben. Die bauen es jetzt immer wieder nach. Ich sehe schon. Aber darauf lasse ich mich doch nicht ein. Vielleicht lasse ich den Obelisk einfach mal stehen. Irgendwann hat es ja keinen Sinn mehr. Wer weiß, was dann aber noch nachkommt. Ein zweiter Obelisk, noch einer. Ich brauche das Tiberium hier oben. Aha. Eieiei, ist das nervig. Natürlich darfst du zuerst schießen, ne? Ah, ich darf zuerst. Ja, schießt, Leute, sonst schießt er nochmal. Na also. Macht immer ein böses Geräusch, aber sie schaffen sich nochmal. Ruhe, Ruhe. Der ist repariert. Das braucht noch ein bisschen Rasur, Reparatur. Sammelt doch mal hier unten, hier ist doch wieder was da. Verstärkung naht. Die Rettung ist gleich da. Damit wären es nur noch 2 von 3 Basen. Mal sehen, wie viele Basen sie in der nächsten Mission haben. 4 wahrscheinlich. Komische Head-On-Mission. Wo kam raus der Obelisk hier? Kann ich mich direkt da drauf stellen? Ah, da. Vielleicht können sie denn dann nicht... Ich habe gar nichts gesehen und trotzdem wurde er geschossen. Toll. Super, haben sie... Die haben wohl gemerkt, dass ich... gerade Verstärkung geschickt habe. Und wollten das wieder ausgleichen. Der natürliche Kreislauf des Lebens. Dafür wird jetzt hier was kaputt gemacht. Das müssen sie jetzt auch erstmal nachbauen, hoffe ich mal. Und hab dann hier mal meine Ruhe. Nein, ich wollte eigentlich da stehen bleiben. Wo der doofe Obelisk gleich hinkommt. Hinkommen möchte. Und da meine Ruhe. Immer noch nicht repariert. Ja, das hat jetzt erstmal Priorität. Mal gucken, ob ich da meine Truppen sammeln kann oder ob ich da immer wieder belästigt werde und erst dazu komme, was aufzubauen. Wow. Die Raketen sind echt gut. Ach, der kam aus dem Turm hier raus wahrscheinlich. Der wird nicht nachgebaut oder wie sehe ich das? Ich kann ja aber, das ist glaube ich eine gute Idee, Kaserne bauen, die ich gerade nicht habe. Da kriege ich ja immer ordentlich Plus raus, wenn ich das verkaufe. Dann stelle ich da immer wieder ein paar Ingenieure hin. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Da kann ich mir das zu meinem Vorteil nehmen. Verwenden. Ja, die Kaserne ist halt sowieso gleich kaputt, aber die kostet auch nur 300. 300 nur. Hat die nicht mal irgendwo 500 gekostet? Da war das bei Age of Empires. Bin ich mir gerade unsicher. Hoffentlich gehe danach, falls mal wieder ein Nuklearschlag kommt, auch wirklich darauf. Und hoffentlich ist kein Sammler in dem Moment in der Nähe. Das wäre sehr unglücklich. Kann ich nicht oben irgendwie einen Ingenieur, eine Kaserne hinbauen? Da müsste ich mit Sandsäcken arbeiten. Ich könnte mir ein MBF bauen. Aber irgendwas fehlt mir dazu gerade noch. Ich weiß nicht was.
Beliport kann ich mir nicht vorstellen. Alles andere habe ich. Seltsam, was fehlt denn dann noch? Ich glaube, das geht hier gar nicht. Kohle kommt. Zweiter Sammler, habe ich noch einen dritten? Aktuell scheinbar nicht. Habe ich den verloren? Ich brauche noch einen Sammler, definitiv. Wird gebaut. Definitiv. Ich könnte die theoretisch auch behalten, ne? Ich muss die ja nicht verkaufen jetzt. Nordgebäude wurde erobert. Die greifen sie ja nicht an jetzt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wenn der Obelisk vielleicht kommt, dann greift er erstmal das an, dann kann das Feuer darauf gelenkt werden. Das ist auch eine gute Idee. Das sind so meine Denkungsweisen gerade. Denkungsweisen. Meine Denkprozesse. Schönes Timing, dass sie sich da treffen. Wenn da jetzt ein Nuklearschlag runterkommt, bam, kein Sammler mehr. Aber ich habe schon Schlimmeres erlebt. 2.9 Eldon, da würde ich sagen, schicke ich einen Sammler da nach oben, der hier alles wegsammelt. Hoffentlich, oh, ich befürchte der Obelisk. Sekunde, gleich ist da kein Obelisk mehr, hoffe ich mal. Und ich hoffe, hier ist auch keiner. Warum stellen die da einen hin? Die wissen genau, dass ich dann Tiberium will. Das haben sie so gewusst. Oder sie dachten, ich kann da hochschießen. Die haben doch jetzt schon dreimal den Nuklearschlag gegen mich eingesetzt. Und die haben doch, können doch nicht mehr als maximal zwei Tempel von Nord haben, oder? Bei zwei verbliebenen Basen. Ach ja, unfair. Alles unfair. Wo stelle ich den hin? Wo ist der sicher? Da bestimmt nicht. Irgendwie nirgendwo. Ich hoffe mal, ich kann ihn da erstmal lassen. Ich kann die auch erstmal verkaufen und gucken, ob die sie gleich wieder bauen. Das wäre witzig. Ich habe ja gerade gespeichert, ne? Wer schießt da eigentlich? Jetzt habe ich da noch ein paar Einheiten, das ist auch schön. Komm, baut sie nochmal auf. Das wäre cool. Dann kann ich mir... Genau, dann warte ich, bis der Sammler wieder drin ist. Ach, er schießt die. Ist das meiner? Ist das ein Zivilist? Der mag Nord nicht. Der gefällt mir. Frescher Kerl. Pass jetzt auf wie ein Luchs. Ich möchte nicht, dass mein Ingenieur von Sammler überfahren wird. Ich warte dann einfach. Komm mal runter. Oh, jetzt ist das soweit. Schnell mal unter den neuen Stand speichern. Langsam wird das auch füllig hier an Ständen. Und dann kommt der Mist hier weg. Das ist nicht nachgebaut worden. Dann wird da vielleicht nichts nachgebaut. Der kommt jetzt zu mir, ja. Ich warte aber auf die Raffinerie. Die dürfen sie ruhig wieder aufbauen. Sonst ärgere ich mich vielleicht ein bisschen sogar. Und was macht der jetzt? Nix. Mal wieder nach langer Zeit ein Mammut bauen. Sonst haben sie hier scheinbar aufgegeben, wieder etwas nachzubauen. Vielleicht haben sie echt kein Geld mehr. Hier oben scheint ja kein Tiberium zu sein und die haben da keine Möglichkeiten mehr zu sammeln. Das würde mich ja freuen. Ah! Ja, das ist witzig. Nein, ich befürworte keinen Mord und Totschlag. Bestätigt. Geht klar, Sir. Das sind ja alles nur Androiden, keine Lebewesen. Sofort, Sir. Breche auf. Obelisk? Den wollte ich ja wenigstens mal sehen, damit ich ihn gleich ausschalten kann. Können so ewig weit schießen, die Obelisken. Ah, den sehe ich jetzt auch. Hat sich das doch schon mal gelohnt. Die Hälfte hat überlebt. Juhu. Dann kann ich Millionenwerfer, die langsam, aber sicher dezimieren. Weil die einfach nichts nachbauen. Idioten.
Langsam wird das Tiberium alle. An anderen Stellen wächst es wieder. Jawohl, Sir. Erinnert ihr euch noch am Anfang, wie sie immer wieder mit Notmods kamen, immer im Dreierpack? Hat das genervt. Jetzt haben wir hier unsere Ruhe. Können wir genießen. Dann können wir auch bald schon 2 Stunden in dieser Mission verbracht haben. In 18 Minuten ist es soweit. Es gibt wieder etliche Videos.